Ja, hallo und herzlich willkommen zum American Truck Simulator. Geiles Logo. Muss man schon sagen. Ja, dann herzlich willkommen. Ihr seht's. Ich habe einen neuen LKW. Nein, er ist nicht neu, er ist umgebaut. Ich habe nämlich ein anderes Wheelpack hier drin. Soll ich, ja, komm, ich zeig das schnell. Wir haben ja Zeit. Ich streame ja. Ich mache ja kein Video, wo ich auf 15 Minuten begrenzt bin. Im Stream geht es ja meist ein bisschen länger. Und ihr seht, ich habe jetzt auch den Optimus Prime wieder aktiviert. Wir spielen den Singleplayer. Und ich habe ein anderes Wheelpack hier drin. Und ein Ergebnis des Wheelpacks seht ihr hier schon an meinem LKW. Ich habe nämlich die Räder gewechselt. Und ich habe die Lackierung gewechselt. Diese Amerika-Flaggenlackierung ist weg. Und ich habe eine, ja, etwas sportlichere gewählt, sage ich mal. Und cool aber sind die Reifen. Zeig doch mal die Reifen her, komm. Also ihr seht da Bridgestone mit dem kleinen Rand und eben andere Felgen. Und jetzt seht ihr, das sind nicht mehr zwei einzelne Reifen, sondern das ist ein fetter großer. Oder ihr seht hier hinten, der geht durch. Und seither fährt sich das Ding auch ein bisschen wie eine Rennmaschine. Und ich habe jetzt Level 23 auf diesem Profil. Und würde gern einen Optimus Prime fahren im Angebot. Oder so ein Canvas, oder? So ein Studio Sleeper, das fände ich auch ganz nice. Aber ich werde ganz kurz nochmal rausgehen, um zu gucken, ob die Stream-Qualität, also die Aufnahmequalität, was taugt, weil ich habe hier jetzt hier auf Full HD gestellt. Das ist quasi eine kleine Test. Ah, oh, jetzt sieht man super hier, der ist durchgehend. Das sind nicht mehr zwei einzelne Reifen, sondern eine fette Walze. Und wie gesagt, das ist nur eine kleine Testaufnahme, um zu gucken, ob ich das so allenfalls auch als Video, ja, schneiden könnte. Ja, die Audio hat gerade ein bisschen rumgesponnen vom OBS Broadcaster. Kommt offenbar mal vor. Ich hoffe, ihr seht was. Ich werde es jetzt gleich noch im Player kurz kontrollieren, ob es auch wirklich abspielt. Nicht, dass ich denke, ich streame hier dabei. Ihr seht ja gar nichts. So, mal schnell gucken, ob der Player auch kommt. Ihr solltet mich trotzdem noch hören. Einfach das Bild steht, beziehungsweise könnte schwarz werden. Ich hoffe, ihr ärgert euch nicht schwarz. Und für die wollen, ich habe den TeamSpeak 3 Server aufgemacht. Entsprechende Adresse findet ihr unter dem letzten Video oder hier im Chat-Teil. Und dann könnt ihr hier direkt mitreden oder mitfahren, wäre natürlich noch besser. So, komm, mach doch mal auf den Scheiß. Das dauert immer ewig, wenn ich so viel Zeug offen habe. Es ist schön, dass du mir Twitch öffnest. Ich will aber nur den Player sehen. Ah, hier, okay. Gut. Und es kann weitergehen. So, dann kann man die ganze Chose hier aber laufen lassen. Und jetzt hätte ich gerne einen Optimus Prime, ihr wisst es. Mal gucken, wo es einen gibt. Vielleicht auch eine längere Route. Ich streame, ja. Und eben den dürft ihr nicht auswählen, wenn ihr das letzte Video gesehen habt. Sonst schmiert euch das Spiel sofort ab. Aber all dies, den hier, den neuen, den AeroCap könnt ihr auswählen. Ist auch eine coole Maschine. Oder den Studio Sleeper. Der ist nicht ganz so groß wie der Longliner, den ich euch im letzten Video gezeigt habe. Da ist er wieder. Unser Abschmierkandidat. Und das ist ein cooles Teil. Jetzt suche ich den noch in einer schöneren Farbe und dann machen wir mal einen Schwerlasttransport zusammen, oder? Das wäre doch cool. So einen richtig krassen Schwerlasttransport. Aber wo habt ihr denn einen? Wollt ihr zuerst den Optimus Prime sehen? Den habt ihr auch schon mal gesehen. Ja komm, ich mach zuerst das mit dem Volvo. Und danach fahren wir noch ein bisschen Optimus Prime. So, zeigt doch mal hier Schwerlast. Wo habt ihr es denn? Wo sehe ich das überhaupt, ob das Schwerlast ist? Geh doch mal raus, bitte, kurz hier. Wo sehe ich das? Habe ich das überhaupt drin? Moment, jetzt muss ich schon mal kurz gucken. Habe ich denn das überhaupt drin? Ich muss natürlich das auch angeschaltet haben, sonst gibt es da keine Schwerlast. Ah, doch, Oversized Load Mod und auch den habe ich drin. Gut, dann müsste ich eigentlich diese Riesenteile angeboten bekommen. Übrigens, hallo, wer auch immer da gerade zuguckt. Ja, herzlich willkommen. Wir fahren jetzt ein bisschen in Amerika rum und als erstes mit einer Schwerlast, also irgendwie so ein Rotorflügel von einem Stromwindgenerator oder irgendwie sowas. Oder ein Zug, habe ich auch schon gesehen oder gefahren vielmehr. Und jetzt muss ich mal gucken,
drehen sich das nur im Frachtmarkt. Diese. Ah, im Frachtmarkt sind sie drin. Okay. Vielleicht noch schnell, bevor ich hier starte. Ich habe mir eine Garage gekauft. Wo kann ich das eigentlich sehen? Meine Garage. Ich hatte noch nie eine. Wo ist denn das? LKW-Firmenmanager vielleicht? So, Garagenmanager. Oh, du siehst, ich habe in Sacramento habe ich auch noch eine Garage gekauft. Die ist aber noch nicht verfügbar, weil ich kein Fahrer habe. Also muss ich Kohle... Oder was kostet denn so ein Fahrer? Geht aber zur Arbeitsagentur. Okay, wo bin ich zum Teufel? Ich sehe aber ein Kreuz, ging gar nicht. Fahrer einstellen. Zeig doch mal. Aha. Okay, und was kostet die? 1,8, 1,7. Enzo, ich will George. Ja, wenn ich jetzt den George einstelle, wähle den Garagenplatz aus. Du, genau. Jetzt habe ich aber kein LKW für den, hä? Tritt in Kürze ein und wird nach Ankunft die Arbeit aufnehmen. Vorausgesetzt, es steht der. Ah, genau, ich brauche eine Zugmaschine jetzt. Und jetzt habe ich noch 95.000. Das heißt, ich werde wohl nochmal einen Kredit brauchen. So. Und jetzt gehen wir schnell zum Händler. Das ist eine richtig coole Folge, was ich hier alles mache gerade. Und dann kaufen wir einen zweiten LKW für mich. Und was möchte ich haben? Zeig doch mal, was habt ihr denn? Ich dachte, ich könnte vielleicht, wenn ich Glück habe... Nein, da brauche ich dieses... da ist noch so ein kleiner Mod dazu. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Händler, Dealer, irgendwas. Und dann würde auch der Optimus Prime hier erscheinen. Tut der aber noch nicht, wie ihr seht. Derzeit tut er das noch nicht. Schade, schade. Ich überlege gerade, 500 PS, 108.000, Ausführung ändern. Jetzt gucken wir mal, was man mit dem machen könnte. Wie könnte denn der noch aussehen? Aha, 550 PS, 17.807, wieso ist das so viel billiger? 410 kW, 418 kW, der ist günstiger. 2500 Newtonmeter bei 1000 bis 1500. Aha, der dreht unten raus schon ein bisschen höher. Aber preislich ist das schon attraktiver. Und jetzt gucken wir mal, was gibt es denn hier an Getriebe noch? Was hat er denn jetzt? 550 PS. Und hast du das jetzt behalten, oder? Ja. Gut. Dann gucken wir doch... Oh, das sieht aber grausig aus hier drinnen, dieses rote Zeug. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Eieiei, das gefällt mir jetzt gar nicht hier drin. Das Lenkrad ist ja cool und die meinetwegen die Anzeigen auch. CB ist überall dasselbe, aber dieses eklige rote Holz, wobei die Klimaanlage ist cool. Hier kann man hier hinten rein. Ah, da ist auch mal was auf dem Schaltknopf drauf. Ist auch eher selten der Fall sonst. Ja, was noch? Lackieren könnte ich ihn anders. Was habt ihr? Der Lackierer. Ah, da müsste ich natürlich zur Werkstatt, wenn ich den so richtig umlackieren möchte. Reifen könnte ich wechseln. Was habt ihr denn hier noch? Was ist das? Eine Treppe, hä? Eine Art Treppe. Zeig doch mal, was kann ich denn sonst noch machen? Außenlicht. Ich das wegnehmen. Aha, das sind diese Lichter. Ja, warum nicht? Und dann hier sind das Felgen, schätze ich. Oder was ist das? Zeig doch mal, ich sehe das. Ach so, ja, das sind die Felgen. Was habt ihr denn? Habt ihr denn coole Felgen für mich? Sowas zum Beispiel. Brauchte ich da noch andere Reifen? Sollte ich vielleicht zuerst machen, hä? Die Reifen wählen. Was habt ihr denn da? Okay, jetzt müsst ihr dann natürlich farblich dann anpassen, hä? Der ist zu groß.
Ja, ist gar nicht so einfach. Aber da könnte man was Cooles machen, finde ich, mit diesem. Da könnte man was Cooles draus machen. Das war der, oder? Ja, genau. Das ist das, ihr seht hinten eine durchgehende Walze, nicht mehr zwei Einzelreifen. Jetzt muss ich hier noch coole Felgen finden. Was nehmen wir denn da? Die hatte ich schon mal. Die sind cool. Die gefallen mir auf diesem Truck. Doch, die sind cool. Jetzt müsste ich die nur noch mal finden. Welche? Oh, die, das wäre auch was. Vielleicht doch mal. Das gefällt mir ja noch besser. Wo waren die? Ich glaube oben. Dreizeilige, dreiachsige. Da, die müssten es sein. Genau. Dann machen wir das hinten auch. Drei Speichenfelgen. Wo sind sie denn? Einer von denen war's. Wo ist der Unterschied? Vielleicht mal. Ich sehe es jetzt nicht wirklich. Es ist ja nur. Ach so, und Bremse. Alles klar, und Bremse. Ja gut, und Bremse. Das sieht schon cool aus. Jetzt muss man natürlich die Farbe dann entsprechend anpassen. Aber das machen wir dann in der Werkstatt, wenn schon. Was ist das? Ah, das müsste ich von außen sehen. Sag ich doch mal. Das muss ich von außen machen. Hauptspiegel, ja. Was ist das hier vorn? Ah, jetzt kommt das. Gefällt mir am besten für das, was ich vorhabe. Was ist das? Chrom und Plastik. Gar keine Frage. Classic. Oh, cool. Cool. Das gefällt mir. Was ist das? Zeig doch mal, was ist das? Ah, hier hinten wieder diese Treppe. Zeig mal. Aha. Felge. Achse. Steps. Ah, okay. Ja, das ist durch. Das scheint hier durch. Alles klar. Jetzt muss ich aufpassen. Dann sind das eigentlich die Achsen, das Zeug hier hinten. Ach so, das dürften die Felgen sein. Genau, da muss ich hier gucken. Was war das jetzt eben? Aha. Ja, warum nicht? Das sind die Felgen. Was ist das hier noch? Ach so, das Schild. Ja, gerne. Das kann ich auch nicht wegnehmen. Das ist ja auch ein Quatsch, oder? So, und jetzt die Stoßstange. Zeig doch mal. Ah, dieses Teil. Was? Möglicherweise andere Teile mit Zubehör zurückgesetzt. Ach so. Ja, das wollte ich nicht. Das hat ihm nicht gefallen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Habt's gemerkt, diesen Mod-Truck, dieses Zurücksetzen dieser Teile, da hat jemand nicht ganz sauber gearbeitet, offenbar. 2037, das dürfte der letzte Stand sein. Ja genau, Absturz festgestellt, den habe ich auch festgestellt. Das darf ich wohl nicht machen, beziehungsweise sollte das am Anfang machen und dann nicht mehr ändern. So, und jetzt habe ich den ja noch nicht kaufen können. Ihr habt es gesehen. Und hier gab es, glaube ich, keine zum Kaufen. Sonst würde ich nämlich den Volvo kaufen. Wenn es den. Hier war doch der zweite, der Volvo. Genau. Das wäre doch auch noch eine coole Maschine. Zeig doch mal bitte. Was hast du denn hier? Aha, hoch, Taglift. Finde ich aber gut, wie es ist. Und jetzt gibt es hier auch wesentlich stärkere Motoren. Das geht hoch bis 600 PS derzeit. Und das baue ich mir jetzt mal ein hier. So. Und dann ein Getriebe. Nur vom Besten. So, jetzt habe ich noch 90.000. Das reicht aber nicht mehr. Ah, ich muss nochmal raus. Das wird nicht reichen, um den zu kaufen. Zum Schluss. Ich muss kurz zur Bank. Mich mal verschulden, das ist offenbar auch nicht genau. Der Kredit, den hat es offenbar auch nicht genommen vorher. Jetzt habe ich die 100.000 habe ich aufgenommen. Jetzt gehen wir noch mal nicht zum Firmenmanager, nein. Ah ja, stimmt, der Angestellte, der ist natürlich auch nicht da. Den muss ich auch noch mal machen wahrscheinlich. Also Arbeitsagentur, ich wähle einen Fahrer. Und dann wollte ich den George haben. Stell doch den mal ein.
Und den setzt du nach Sacramento. So, und jetzt sollte ich dem wohl eine Zugmaschine. Sacramento, wie teile ich denen eine Zugmaschine zu? LKW-Manager. So. Kann ich die wechseln? Vielleicht irgendwie? Kann man das einnehmen? Kann man es nicht. Standort ändern. Hier ist es ja. So, geh doch mal hier hin. Hat der jetzt einen LKW? Weil dann dürfte ich ja keinen mehr haben, oder? Genau, okay. Also ich habe jetzt meinen schönen LKW, habe ich jetzt ihm zugeteilt. Das heißt, er kann losfahren, sobald er dann eingestellt ist. Und ich gehe jetzt zum Händler, habe 190.000 und werde mir jetzt... Nein, ich kaufe ich mir einen Volvo. Nein, natürlich nicht. Letztendlich dann doch. Wobei, damit könnte ich Schwerlasten transportieren. Das geht mit dem saugut. Aber es ist halt ein America-Truck-Spiel. Also von dem her sollte ich eigentlich auch einen US-Truck kaufen, oder? Seid ihr auch der Meinung? Eigentlich. Und den wollte ich ja eigentlich haben. Aber da tue ich mir wahrscheinlich, um Geld zu verdienen, keinen Gefallen. Soll ich es trotzdem machen? Ja, komm, ich mach's trotzdem. Also, ich werde aber die Ausführung ändern, soweit das hier möglich ist. Genau, ich will mehr PS. Zeigt doch mal, was habt ihr? 600. Kauft das mal ein. Und was? Ach so, ab Level 24. Ich kann den gar noch nicht kaufen. Oder was habe ich denn hier für ein Level? Zeigt doch mal. Das weiß ich gar nicht. Was habe ich auf diesem Konto? Geht doch mal raus jetzt wirklich. Mensch, was soll denn das jetzt? So, Level 24. Ah, shit, ich habe Level 23. Okay, ich werde erst eine Fahrt machen, hä? Und zwar einen schnellen Auftrag. Ganz einfach, genau. Weil ich nicht genug Geld habe, beziehungsweise nicht genug Level habe, um das zu kaufen, diese Maschine, die da eben, genau, so einen zu kaufen. Und das möchte ich eben. Deswegen werden wir ein bisschen Optimus Prime fahren. Steht ja auch im Twitch, oder? Dass ich das machen werde. Jetzt machen wir es halt zuerst. Was soll's? Hey. Ich hoffe, die Lautstärken stimmen bei euch. Sag mir doch Bescheid. Moment, ich gehe noch mal schon kurz auf den Player rüber, damit es wird irgendwie schwarz. Das ist ein bisschen blöd, wenn ich jetzt ehrlich bin. Muss ich da noch was anhängen oder bin ich da schon angehängt? Ja, habe ich. Oh, scheiße noch eins. Was ist denn das? Das ist ja eine Schwerlast. Ach nö. Oi, oi. Also gut, dann sei es drum. Start mal die Maschine. Machst du das Licht an. Zack. So, und dann geht's auch los. Uiuiui, Schwerlast. Mit diesem Gerät hier, da hätte ich jetzt den Volvo gern gehabt. Der kann das nämlich recht gut, konnte ich feststellen. So, wo muss ich lang? Ich werde mal das von innen machen, soweit das möglich ist. Ah, wo geht's hin, Lady? So, jetzt weit ausholen. Weit! Ihr habt gesehen, was ich da hinten dran hab, oder? Aber das Ding geht gut, verdammt nochmal! Schaut doch mal, was ich hier dran hab, oder? Das ist ein Mörderding, oder? Und mein lieber Optimus Prime, der geht richtig gut ab. Obwohl, also diese drei Metallrohre, die werden ja ordentlich Gewicht haben. Warte mal, das können wir ja mal nachgucken, wie schwer der Krempel ist. 39.000 Pfund. Ja, gut 20.000. Kilo. Aber da drauf. So, und jetzt kannst du das hier wegmachen, weil ich habe da schon eins. Oh, ja, der bremst ja trotzdem noch gut. Das ist ja super. Ich dachte, das schiebt jetzt die Sau von da hinten. So, Radio war auch ganz nett.
So. Oh, ist ja rot. Wo muss ich überhaupt lang? Das stimmt wenigstens, die Strecke stimmt noch. Ich sehe so gut wie nichts nach hinten. Der könnte zwei kleine Spiegel brauchen da vorne. Oder? Genau, ich mache das so. Ein bisschen die Lautstärken aufeinander anpassen, dass das nicht zu laut ist. Wäre ideal, wenn mir jemand sagen könnte, ob das stimmt mit den Lautstärken. Das wäre sehr nett. Ich werde das später nochmal erwähnen für allfällige neue Zuschauer. Das wäre nett, wenn mir das jemand sagen würde, ob die Lautstärken stimmen. Was denn? Wo denn? Unfall? Irgendwo hinten, hä? Das hat ein brutal langes Ding. So, da vorne geht's ums Abbiegen. Diesem riesen Schwerlastteil. Gefällt mir einfach. Die Innenansicht vom Optimus Prime ist einfach cool, oder? So. Mitten durch Amerika! Wo muss ich lang? Okay. Da muss ich ja schon ein bisschen gucken auch, oder? Klar. Das ist gar nicht so einfach. Ich will ja auch ein bisschen was zeigen. Ein paar schöne Bilder, oder? Wie gesagt, sag mir doch bitte, ob die Lautstärken stimmen. Das wäre nett. Aber der geht einfach gut, wirklich. Ich liebe dieses Schätzchen und ich würde ihn gern kaufen. Ich muss diesen Händlermod noch reinmachen, bevor ich den LKW kaufe. Ich werde da den Stream kurz unterbrechen, weil ich möchte diesen Optimus Prime kaufen als erstes. Der ist einfach verdammt angenehm. Und er ist schnell. Ich hab Schwerlast dran. Und wir fahren hier mit 66. Und der geht ordentlich, also trotz der Last. Deswegen finde ich, wäre das ideale Wägelchen für mich als erstes. Beziehungsweise als zweites. Den ersten habe ich ja schon weiter erreicht. Ich muss mal gucken, wo ich diesen Händler-Mod noch habe, dass ich den noch mit reinmache hier. Dann müsste das gehen, dann wäre der auswählbar. Oder es war der andere Optimus Prime. Es gibt noch einen in anderer Lackierung, dass man nur den kaufen konnte. Das könnte... Oh. Das könnte auch sein. Dass ich mich da täusche, dass es den... Aber ich dachte, den gab es eben auch dann. Muss ich mal gucken. Ich weiß das nachher schnell rein und teste das mal kurz. Muss dann halt nochmal kurz unterbrechen, aber das ist ja nicht tragisch. Hoffe ich. Das werdet ihr hoffentlich verschmerzen. Einfach nochmal kurz stoppen. Weil nachher habe ich ja dann bald Geld zusammen.
glaube, der kostet auch so um die 130 rum oder so, 150, wenn ich mich recht erinnere auf jeden Fall. Und da möchte ich mir halt dann so einen kaufen. Und derzeit ist der ja nicht im Angebot, ihr habt es vorher gesehen. Da habe ich ja kurz den Laden gezeigt. Alternativ wäre der Volvo nicht schlecht, beziehungsweise eben dieser Longliner. Canvas Longliner, den fand ich auch gut. Aber das wird eine Katastrophe, mit dem zu rangieren. Ihr habt es gesehen, als ich den vorgeführt habe im Video. Das war eine Katastrophe. Und das jedes Mal, ich weiß nicht, oder? Ja, komm jetzt. Das Ding geht einfach zu gut. Ich darf nur 55 fahren. Mach da mal. Nein, nicht den Scheibenwischer. So, den Tempomat. Hast du ihn? Mach was halt über die Tastatur. So. 55, hä? 2000 sind schon flöte von meinem Honorar hier, weil ich zu schnell unterwegs war. Dabei habe ich doch hier ein Tempomat in den Wagen drin. Was? Corvo? Nein, Coevo Silber. Okay. Ist das eine Silbermine oder was? Keine Ahnung. Vielleicht weiß das jemand von euch. Oder ob das einfach nur Werbung ist. Natürlich auch möglich. Ich finde es halt auch cool, wenn die Mods drin sind, ist auch der Gegenverkehr natürlich ein anderer, oder? Dann habt ihr auch im Gegenverkehr von diesen alten Fahrzeugen mit drin, was ja sonst auch nicht der Fall ist, oder? Sonst gibt es ja nur diese 10 Modelle, die original sind. Also hat sich auch die Varianz, oder? Ich sehe zum Beispiel hier die zwei da, der Volvo und der andere, der ist glaube ich ein Mac gewesen, die dir heitern dann ein bisschen den Verkehr oder, wie soll ich sagen, mischen den Verkehr ein bisschen auf, weil es einfach ein paar mehr Modelle hat, oder wie der hier zum Beispiel, oder? Gibt es ja im Original nicht so. Hallo! Na, Lucy? Wie geht's? Du, sag mal, falls du per Zufall, falls du gerade auf dem Stream bist, kannst du mir sagen, ob die Lautstärken stimmen? Alles super, okay. Nur du bist noch ein bisschen leise. Ich würde mich gerne ein bisschen lauter machen hier. Warte mal. Ich fahre mal schnell an den Rand hier. Und mach dich mal in TS ein bisschen lauter. Und dann begrüße ich dich natürlich hier im Stream. Klarer Fall. Bei der liebe Lucy. Kleine Lucy ist anwesend. So, warte, ich mach dich mal so auf 17. Kannst du mal kurz was sagen, bitte? Sag doch immer schon irgendetwas. Also, okay, plus 19, hä? Und dann machen wir hier weiter. Weil, dass du noch zu hören bist, weißt du? Ja. So. Zurück. Das coole Maschinchen, oder? Muss mal voraus. Das coole Maschinchen, oder? Optimus Prime. Ja, muss mal von außen gucken. Das ist ein geiles. Ich kann deine Sicht nicht steuern. Ja, aber ich. Es ist ein cooles Ding, finde ich, oder? Wirklich ein cooles Ding. Und ich habe brutal Last dran gehabt. Ich muss nur zurückschalten. Ich habe hier, du siehst da Oversize Load dran. Und muss ein bisschen aufpassen, wo ich da hinfahre und so. Schon wieder eine Buße gekriegt, glaube ich. Ich fahre immer zu schnell. Ja, ist scheiße, ne? Ja, scheiße, genau. Sag mal, ich bin sowieso falsch gefahren, merke ich gerade. Kann ich das? Ja, ich bin falsch gefahren. Warte mal. Das Problem, dass Daylight nicht funktioniert, hat sich erledigt, ne? Das was nicht funktioniert? Daylight? Ja, das hat sich erledigt, es funktioniert jetzt. Ich musste Windows, musste ich noch ein paar Mal neu installieren, weil da irgendwas, hat da irgendwas mein Windows verletzt, sodass da irgendwelche Fehler waren. Aha. Also lag es letztendlich an einem Fehler der Windows-Installation? Weiß ich nicht. Also du vermutest es. Ja. Ich habe ja Dying Daylight bekommen. Also Sterben. Dying Light, genau, Dying Light. Von Hans. Und mich macht das völlig depressiv, ich sag's dir. Also ich habe das gemerkt, nach so 30 Minuten, ich wurde richtig depressiv von diesem seltsamen Licht und diesem ständigen Gejagtwerden. Spiel Layers of Fear, das ist nicht viel besser. Also krass, mein Baby. Und wenn ich vergleiche mit Far Cry Primal, was ich jetzt gerade kürzlich angefangen habe zu spielen,
dort ist die Lichtstimmung so, dass man irgendwie immer Spaß dran hat. Ja, also, da sieht man mal, wovon Menschen alles beeinflusst werden. Ja, genau, wie fest auch, weißt du? Das hat mich vor allem verwundert. Also wirklich, das hat mich gewundert. Dass das wirklich so eine. Bleibe ich das noch? Na, und jetzt. Ja, Booster, genau, 700. Ich dachte, das reicht nicht mehr. Aber Bremsen hätte auch nicht gereicht. Nein, das ist mir einfach aufgefallen, dass ich irgendwie gute Laune habe, wenn ich Far Cry Primal spiele oder sogar gute Laune bekomme. Und bei Dying Light ist es genau umgekehrt. Das zieht mich richtig runter. Hans hat auch gesagt. Das macht irgendwie halb depressiv, dieses komische Licht und dieses ständige Unwohlsein, was du dort hast. So. Ging dir das auch so? Ich hab das Spiel nicht, ich hab nur Daylight. Und Daylight ist, glaube ich, das, wo man im Keller rumstolpert mit der Taschenlampe. Oder? Nein, Daylight ist das, wo du vor der Omi flüchten musst und nachher herausfindest, dass du die Omi bist. Das hast du aber schwer gespoilert. Aber dann kenne ich das, glaube ich, gar nicht. Oh, ich habe vergessen, ich habe ja ein Schwerlastdingsbuch dran. Ich muss aufpassen, riesig ausholen hier. Ja, was ich mir jetzt noch holen will, ist CSGO. CSGO. Bist du ein Counter-Strike-Spieler in dem Fall? Counter-Strike Source, ja, das spiele ich aber mit meinem Bruder zusammen, weil das so quasi das einzige Game ist, was ich mit meinem Bruder zusammen zocken kann. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier rumkomme. Ja, geh doch mal weg, bitte. Ich muss doch mal durchkehren, geh doch mal weg. Sieh mal alleine, bitte. Sturer Bock. Jetzt habe ich wieder einen Unfall gemacht, weil der lässt mich nicht um die Ecke, die Dominus. So, hau doch mal ab mit deiner Scheißkarre. Verdammt. Zieh Leine. Das kriege ich doch nie mehr um die Ecke. Warum fährt denn der Arsch nicht? Verdammt. Weil er abbiegen will und an dir nicht vorbeikommt. Ja, ich kann ihn auch nicht vorbeilassen, diese dumme Spacke, oder? Mensch, ich krieg doch die Karre jetzt nicht mehr um die Ecke, oder doch? Oh, guck dir das an, du Batsch. Das ist eine Dominus gewesen, wirklich. So ein Genie. So, okay. Ja, aber ist auch ein bisschen doof, an so einer Straße von uns zu fahren, ne? Ja, was soll ich machen? Mein Navi lohnt mich hier rein. Ja. Was soll ich tun? Ich glaube, da vorne muss ich nochmal so eine komische Hegelstraße. Ich habe auch so ein amerikanisches... Ha! Game, sag ich mal. Nur ist es nicht das neue, sondern es ist das ältere, das alte 18 Wheels. Kennst du das American Truck Spiel da mit den Ice Truckern? Das hatte ich mal. Ich finde das nicht mehr, aber ich hatte das mal. Es ist so ein Spiel. Das basiert so auf dieser Serie, falls du die kennst. Ice Road Truckers? Ja, genau. Und das die Serie habe ich gesehen, so ein paar Folgen oder. Ja, ich eben auch. Und das gab es später als Spiel. Und ich hatte das. Krieg ich die Karre um die Ecke? Ja, sieht so aus. Ja, das sieht gut aus. Gut. Hab mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Das passt schon hier. Und nicht wieder schneller als 30 fahren, sonst kostet es wieder 1000 Stutz. Ich habe hier schon mehrfach jetzt abgedrückt. Ich war gespannt hier, ob es hier klappt. Komm. Aus. Ich versuche das jetzt mal von innen. Ja, das passt rum. Ist vielleicht besser, ich mache das von innen. Oh, ein Fleetwood. Da sieht man einen endlich. Endlich habe ich einen im Video. Ich habe immer nur Bilder zeigen können bisher. Stunden gestreamt. Ja, ist schon lange online gewesen jetzt. 6 Stunden habe ich nur gezockt.
Am Stück oder was? Am Stück ja, oder was? Mit einer kleinen Pause vielleicht, wo zwischendurch Mittagessen war. Ja. Und alles gestreamt. Alles gestreamt. Ja. Ja, da musst du ja auch noch was sagen. Das ist ja nicht wie Spiele für sich allein, oder? Da musst du ja auch noch ein bisschen was erzählen. Ja klar, natürlich habe ich ein bisschen was erzählt. Und zum Schluss hin wurde ich dann immer leiser. Irgendwann habe ich dann 13 Stunden wohl nichts gesagt. Und ich einfach nichts zum Labern hatte. Und auch niemand da war, der irgendwas geschrieben hat. Also, es waren wohl welche, es waren Zuschauer da, ja, aber keine Ahnung. Das ist ja auch die Sache, wenn du da alleine bist, allenfalls beim Streamen, oder? Es kommen ja immer wieder mal Leute dazu, aber das kann auch mal sein, dass eine Stunde, zwei alleine bist, oder? Und da musst du ja auch noch was zu erzählen haben, oder? Für so eine lange Zeit. Nicht so. Also ich kenne das auch. Und manchmal gelingen dir aber dann aber auch Aufnahmen, wie mein letzter War Thunder Stream, den ich später als Video hochgeladen habe, weil ich einfach finde, ja, da war interessantes Zeug dabei, obwohl ich da alleine war, die 2,5 Stunden. Da war irgendwie gutes Zeug dabei und dann mache ich auch mal ein Video draus. Aber meistens ist es nicht so, also. Oder meistens ist dann einfach, müsste man es zusammenschneiden. Ich finde, es gibt so Sachen, vor allem auch beim Livestream, wo ich mir denke, so aufnehmen müssen. Wollt du was? Es gibt auch so Momente, wo man sich beim Livestream denkt, so scheiße, das hättest du aufnehmen müssen. Ich lasse immer die Aufnahme laufen. Ja, super, ich habe wieder was gestreift. Ich lasse immer die Aufnahme laufen und wenn ich später finde, dass es taugt was oder irgendeine Stelle taugt was, dann kann ich das rausschneiden. Deswegen versuche ich jetzt auch in Full HD zu streamen, weil dann habe ich auch eine vernünftige Videoqualität. Weil dieser War Thunder Stream, den ich da eben, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, der ist qualitativ halt nur Half HD. Und nicht, also OBS nimmt einfach nicht so gut auf wie mit Bandicam. Weil ich schätze mal, das hat mit diesem Lagarit Lossless Codec zu tun, mit dem ich bei Bandicam aufnehme. Und das habe ich hier nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hier implementieren könnte. Muss ich mal nachlesen. Weil einfach die Qualität nicht gleich gut ist, oder? Das ist die Bildqualität. Soll ich sagen, schwächelt hier im Vergleich. Ja, das stimmt. Kennst du auch das Problem, oder? Ja, so ein bisschen. Also OBS nimmt auf, das ist okay, oder? Man kann was sehen, aber qualitativ ist es einfach nicht der Wahnsinn, oder? Ja. Das meine ich. Schwächelt ein bisschen, oder? Ich hatte zum Beispiel in dieser War Thunder Aufnahme, in diesem 2,5 Stunden Stream, von dem ich da erzählt habe, hatte ich zum Beispiel einen Grünstich drin. Oder? Ja, gab es so Stellen, je nachdem wie der Lichteinfall war, da war da so im Video ein Grünstich. Obwohl, ich habe das im Spiel nicht gesehen. Im Spiel war die Auflösung natürlich 50% besser. Oder? Weil ich auf Full HD gespielt habe, aber ich konnte nicht in Full HD aufnehmen. Also ich hätte vielleicht sogar gekonnt, ich habe es damals einfach noch nicht probiert. Ich versuch's ja jetzt gerade, ob es dann auf Dauer so gehen würde. Wäre natürlich schöner, oder? Jo. Weil, die Idee ist eben schon, vielleicht aus diesen Stream-Videos dann mal so Teile rauszuschneiden und ein eigenes Video davon zu machen oder so. Oh nein! Was denn? Meine Passpause ist leer. Hallo! Ich bin zum Biertrinker mutiert. Der Silvester war schon ziemlich dicht wohl. Aber es hat sich für mich nicht so angefühlt. Außer ich habe den Kopf zu schnell bewegt, dann war es ein bisschen komisch. Hast du jetzt den ganzen Nachmittag Bier getrunken oder was? Nee. Nein, nein, nein. Nein. Weil jetzt habe ich nur ein Bier und heute Morgen irgendwie noch ein Monster. Du trinkst am Morgen schon? Ja, ich musste den Monster musste ich aufbrauen. Den hatte ich mir gestern schon gekauft. Eigentlich für jetzt sozusagen, dass ich etwas länger aufbleiben kann. Aber ja, dann sagt meine Mutter, nee, wir fahren morgen weg, musst früh aufstehen. Und ich dann so, geil, ich wollte eigentlich ja streamen. Aber gut, dann halt nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann während ich streame, trinke ich es dann einfach. Dann ist nämlich, ich weiß nämlich nicht, wie lange sowas hält. Und ich habe ja hier oben keinen Kühlschrank. Ja, das wird ja auch nicht besser, wenn es mal aufkommt. Bin. Ja, stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Es gibt so
Getränke, die schmecken einfach scheiße, wenn du sie nicht sofort trinkst. Ja. Kannst du nicht, also wie Bier, kannst du nicht wegstellen, das schmeckt da. Oder Wein auch. Wein mag noch ein bisschen länger gehen, aber wenn du das wegstellst, dann schmeckt das einfach nicht mehr. Ja. Ja, ja. Das ist eine längere Fahrt, die ich hier genommen habe, glaube ich. Hast du das noch mitgekriegt? Ich habe vorher mal erzählt, ich werde dann den Stream ganz kurz unterbrechen, weil ich möchte diesen Optimus Prime gern kaufen, damit ich dann selber damit fahren kann, also dass ich einen besitze. Und muss dafür den Stream dann kurz unterbrechen, weil dieses Händler-SCS-File da rein muss, damit der wirklich auftaucht bei den Händlern. Den habe ich nicht mitgekriegt. Dann habe ich es jetzt nochmal erzählt. Ja, weil ich möchte ihn gern selber für mich kaufen. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob es den hier, also in dieser silberblauen Ausführung, ob es den so gibt dann beim Händler oder eben diese, es gibt noch eine zweite Ausführung, so weiß-orange, oder ob es eben nur diesen weiß-orangen gibt so beim Händler. Muss ich dann gucken. Vielleicht lässt er sich sogar um oder vier später, weiß ich jetzt gar nicht. Fände ich auf jeden Fall gut. Ich würde ihn aber auch so nehmen, also wenn es in dieser Farbe, die er jetzt hat, würde ich ihn auch so nehmen und so lassen. Mhm. Gefällt mir eigentlich recht gut. Ja, muss ich schlafen, hä? Das klingt nach Schlafen oder was ist es? Ja. Ja. Was gibst du dir schlafen kommt? Bei Eurotruck Simulator bin ich zweimal längere Strecke gefahren. Einmal nach England, Aus Frankreich aus. Was? Nein, Osnabrück. Das ist nicht von Frankreich aus. Ach so. Jetzt. Osnabrück ist ja. Ja, jetzt schnall ich, was du gemeint hast. Von Osnabrück nach England. Und dann irgendwie von England. Nein, war da nicht von England. Ach, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das sollte nach Italien gehen oder so. Also von nein, England aus dann. Nach Österreich. Salzburg von Mannheim oder so. So. Das war richtig krass. Und die beiden an dem einen Tag und dann hatte ich schon wieder keinen Bock mehr auf Euro Truck Simulator. Also ich spiele das auch so, ja, so einen Tag, zwei, paar Stunden am Stück. Aber auch nicht das, was nicht was, was ich mehrere Tage hintereinander spielen will. Aber ich find's ein wunderbar schön entspannendes Spiel. Mir tut das auch gut irgendwo, finde ich. Also ich mache das auch gern dann ab und zu. Aber jetzt muss ich schlafen, ich bin schon rot. Okay, wo gibt's? Da gibt's Bettchen, super. Wobei jetzt liefere ich noch ab, komm, das schaffe ich noch, oder? Das könnte noch reichen. Jetzt habe ich auch gesagt, dann hatte ich keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug. Ja eben, es wird, warte, ich muss mal schnell auf die Karte gucken. Wie weit habe ich's denn noch, wirklich? Das ist schon noch ein Stück, oder? Ja, komm, da muss ich vorher schlafen. Sonst, weil das Zeichen, siehst du das im Kartenrand, im Navi? Ja. Das wirkt so, als wäre das ganz nah. Oh, das kann aber täuschen, habe ich kürzlich gerade festgestellt. So, hier kann man, glaube ich, schlafen. Genau, fahre ich hier mal rein. Ja, Rest Area. Ich das mit dem Händler auch noch gleich machen. Oder? So, kommt aber alle eine Weile zur Ruhe. So, und jetzt werde ich mal kurz den Stream unterbrechen, den Händler da reinmachen und ja, dann geht's weiter. Weil dann kann ich mir nämlich so einen kaufen, aber sonst geht das leider nicht. Hä? Huh? Yay! Yay! Bis gleich!